Wir sind auf dem Weg zur Insel Usedom, die wir nach der Wende zum ersten Mal wieder besuchen wollen. Einmal im Jahr zieht es uns an die Ostsee. Und wenn es wie diesmal nur 4 Tage sind. Unser Ziel ist Bansin, wo wir ein Zimmer im Hotel Wilden im Park gebucht haben. Wir haben das Zielgebiet erreicht. Es befindet sich auf der linken Straßenseite. Gleich nach Ankunft machen wir uns auf den Weg zur 10 Minuten entfernten Strandpromenade von Bansin. Street Art auf der Bansiner Promenade. Wir bummeln über die Seebrücke und Promenade und genießen das schöne sonnige Wetter. Und hoffen, dass mich mein Ostseefluch, nämlich immer Regen, wenn ich an der Ostsee bin, diesmal verschont. Die 285 Meter lange Seebrücke von Bansin wurde erst 1990 gebaut. Vorher gab es hier nur einen Seesteg. Willst du mit uns mitkommen? Den Nachmittag lassen wir ausklingen mit einem Besuch im Tropenzoo Bansin. Übrigens dem kleinsten Zoo Deutschlands. Der Wetterbericht sagt für heute einen trüben Tag vorher. Daher machen wir uns auf den Weg nach Peenemünde in das Historisch-Technische Museum. Leider fehlen auf den beiden Parkplätzen jegliche Wegweiser, sodass man den Eingang zum Gelände suchen muss. Im Zweiten Weltkrieg konstruierten Ingenieure in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde die berüchtigte V2-Rakete. Das Historisch-Technische Museum dokumentiert diese zwiespältige Entwicklung. In Peenemünde gelingt aber auch der weltweit erste Start einer Rakete in den Weltraum. Eine nicht komplette Abschussrampe für die Flügelbombe V1, ein Vorläufer heutiger Marschflugkörper. Im alten Kraftwerk hat man einen Fahrstuhl eingebaut, der die Besucher auf eine Plattform bringt, von der man einen schönen Blick auf den Hafen von Peenemünde hat. Von hier oben sieht man auch das alte sowjetische U-Boot U-461, das heute ebenfalls als Museum dient.
Das 86 Meter lange dieselelektrische U-Boot wurde 1965 in Dienst gestellt und war auf seinen Übungs- und Patrouillenfahrten im Nordatlantik mit 4 Marschflugkörpern und Torpedos unterwegs. Zum Abfeuern der Marschflugkörper musste damals das U-Boot jedoch noch auftauchen. Der Rundgang durch das U-Boot war für mich eine besondere Erfahrung. Die Enge ist bedrückend und es ist kaum vorstellbar, dass hier etwa 80 Mann Besatzung arbeiten und leben mussten. Das war unmenschlich. Endlich wieder an der frischen Luft. Wir legen an einem Strandabschnitt in der Nähe von Karlshagen einen kurzen Stopp ein, um Ostseeluft zu schnuppern und besuchen danach die Schmetterlingsfarm in Drassenheide. Völlig verschwitzt verlassen wir die interessante Schmetterlingsfarm und akklimatisieren uns erstmal in einem Café in Ückerwitz. Sind sie nicht schön, die frischen Erdbeeren? Alles meins.
Unsere Ziele am heutigen Tage sind Heringsdorf, der Baumwipfel, Pfad Usedom und Ahlbeck. Wansin und Heringsdorf grenzen unmittelbar aneinander, wobei Heringsdorf mehr zu bieten hat. Die Seebrücke in Heringsdorf ist mit 508 Metern Länge die längste Seebrücke in Deutschland. Die heutige Brücke wurde im Jahr 1995 errichtet. Von den 508 Metern Länge sind etwa 300 Meter ein überdachter Seesteg. Am Ende der Seebrücke befindet sich ein Restaurant mit pyramidenförmigem Dach. Vom 17. Mai bis zum 15. Oktober 2023 steht auf dem Eventplatz neben der Seebrücke das 50 Meter hohe Circle of Life, ein großes weißes Riesenrad. Den Baumwipfelpfad Usedom gibt es seit dem Juni 2021. Er besteht aus dem 785 Meter langen Pfad und der 565 Meter langen Turmrampe. Der Turm ist zugleich der höchste Punkt der Insel Usedom. Von seiner 33 Meter hohen Aussichtsplattform hat man einen herrlichen Ausblick auf die Ostsee, das Achterwasser und den polnischen Teil der Insel. Thank you.
Unser letztes Ziel am heutigen Tag ist Albeck, das direkt an der Grenze zu Polen und zum polnischen Badeort Swinemünde liegt. Vor allem entlang der Dünenstraße findet man eine Reihe sehenswerter Villen im Stil der Bäderarchitektur. Ihr erinnert euch, auf der Albecker Seebrücke wurde Loriots Film Papa Ante Portas gedreht. Blick hinüber nach Heringsdorf. Die neue und sehr schöne Seebrücke von Koserow wurde 2021 eröffnet. Sie ist 280 Meter lang, 3,5 Meter breit und hat an ihrem Ende eine Veranstaltungsplattform sowie einen 8 Meter hohen Glockenturm. Die Gestaltung ist schon etwas außergewöhnlich, da es nicht geradeaus, sondern über Bögen verläuft. Sonnenuntergang lassen wir hier unseren diesjährigen Ostsee-Kurzurlaub ausklingen und sind froh, dass uns mein Ostseewetterflug diesmal nicht erwischt hat. Deshalb kommen wir bei Gelegenheit gewiss einmal wieder zurück. Schönen Dank, schönen Abend.